Endlich ist es soweit. Seit Wochen überlege ich die Specs für meinen Traumbus. Heute bin ich bei Sandberg. Wir werden die letzten Details klären und fangen auch gleich an zu bauen. Kommt mal mit! Na, was hast du denn so ausgedacht? Ich habe eine grobe Vorstellung, wie der Bass ungefähr aussehen soll, aber beim Bass-Specs bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da bräuchte ich bitte deinen Rat. Okay. Ich habe mir auf jeden Fall hier beim Konfigurator natürlich right-handed, das erste Modell, hätte ich mir den TT überlegt. Okay, ja gut. Aber den Superlight. Kannst du irgendwie beschreiben, wie der Sound anders ist von einem Superlight zu einem normalen TT? Je weicher ein Material, desto mehr Attack und je härter, desto länger ist das Sustain und desto weniger Attack hast du. Okay. Weil der Anschlagsimpuls nicht so deutlich dargestellt wird bei den härteren Materialien wie Ebenholz oder schwerer Eschekorpus. Das heißt eigentlich, das Superlight würde mir sehr entgegenkommen, weil ich liebe mehr Attack zu haben. Das ist Hansi und der zeichnet gerade Buddyhelfen an. Und zwar auf einer Polonia-Bohle. Vom Hals, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Rosewood gefällt mir extrem gut. Ja, okay, ich glaube, ich erkläre dir erstmal die Unterschiede. Okay? Ja, dann hole ich mal die Griffbretter her und dann... Super. Was ist das hier? Das ist Ebenholz. Das ist extrem schwerer. Viel schwerer, Und weil es halt schwerer und auch viel fester ist, hat Ebenholz liefert mehr Sustain. Ja. Also die Tonlänge. Rosewood... kann man so allgemein sagen, hat einfach einen warmen, total ausgewogenen Sound. Es ist hart, es ist beständig. Zudem reagiert es auch nicht so stark auf Feuchtigkeits- oder Klimaschwankungen. Okay. Es ist ein ganz beständiges, in sich ruhendes Holz. Aber gibt es auch eines, was extrem leicht ist? Weil ich denke mir, wenn jetzt mein Korpus leicht ist, habe ich irgendwie auch Angst, dass das Ganze kopflastig wird, wenn ich jetzt ein hartes oder schweres Holz nehme. Also auf jeden Fall wäre der ganze Bass nicht mehr so hundertprozentig ausbalanciert, wenn du ein schweres Griffbrett hast. Aber weil wir vor ein paar Jahren unsere auch Superlight-Mechaniken entwickelt haben, kann da nichts passieren. Ich zeig dir mal ein. Es ist so leicht. Es ist nicht schwerer als eine schwangere Kolibri. Im dritten Monat schwanger. Also wir reduzieren dadurch an der Kopfplatte sehr viel Gewicht und dadurch ist er halt auch nicht mehr kopflastig. Okay. Wenn man sich für norwegisches Ahorn entscheiden würde, ist es halt echt super leicht.
Wow, also der Unterschied ist Wahnsinn. Ja, weil es halt auch leichter ist und weicher. Es ist das Gleiche wieder, was ich gerade bei dem Korpus gesagt habe. Je leichter und weicher, desto mehr Attack hast du. Okay. Und was ist mit diesem hier? Das sieht irgendwie auch sehr speziell aus. Das ist Vogelaugenahorn geröstet und das ist Vogelaugenahorn nicht geröstet. Aber warum röstet man Holz? Der Hauptgrund ist eigentlich, weil man die Zellstruktur verändert. Und zwar dahingehend, dass es A, anders klingt. Klingt nämlich wie ein richtig altes, gespieltes Instrument, weil die Zellstruktur total relaxed ist. Okay. Und es ist halt nicht so sensibel gegen Klimaschwankungen. Du willst ja einen super light Bass haben. Ne? Da bauen wir generell den Hals aus diesem norwegischen Maple. Und man könnte ihn natürlich auch rösten. Aber ich würde mich dann doch eher für Rosewood entscheiden. Ja, für das Griffbrett. Ja. Aber wenn man den Hals geröstet macht, wäre das möglich? Ja, auf jeden Fall. Ich zeige dir nachher noch den Laborofen, in dem wir dieses Röstverfahren machen. Oh ja, das würde ich gern mal sehen. So, Julia, das ist unser Rösteofen, der Vakuumofen, wo die Hälse die Rosenäste machen werden. Und hier ist die Kiste und die nehmen wir jetzt mal raus. Boah, ist auch echt schwer. Oh, ein schweres Blei. Oh. Ich kann nicht mehr. Lass auch schnell. So, fertig gefräst. Und jetzt gehen wir damit zu Moritz und der dann sein Griffbrett auf. Voila! Turn it up, yeah.
Genau, vom Finish. Ich habe mir schon eine Farbe überlegt. Und zwar rot. Okay. Mhm. Das wäre so irgendwie mein... Das Metallic-Rot? Das Metallic-Rot. Okay. Ja, mhm. Ja. Dann wärst du also die Erste, die einen Superlight Fünfseiter in Metallic-Rot kriegt. Ja, geht das? Geht, ja. Mhm. Yes. Kann man machen. Pickguard bin ich mir auch noch ein bisschen unsicher, weil ich finde das Rot alleine schon so schön. Ich weiß nicht, kann man das einfach weglassen? Es gäbe eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder weglassen, mhm, oder wir haben auch noch ein durchsichtiges Pickguard, ein Plexiglas-Pickguard. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Warte mal, ich hole das mal her. Das ist ein durchsichtiges Pickguard. Super. Und das könnte man dafür gut nehmen. Ja. Dann gehen wir jetzt mal in die Cocktailbar und holen deinen Lack an. Cocktailbar? Was hast du im Angebot? Ein paar Mojito können wir auch machen. Genau, das kommt hier an die Scheibe dran und damit kann ich dann quasi den Lack glätten und die Kratzer rausnehmen. Und wie lange dauert das ungefähr, bis so ein Korpus fertig ist? Ungefähr eine halbe Stunde. Wir befinden uns gerade im gefährlichsten Raum bei Sunfair. Es ist der Aging Room oder auch Altersheim genannt. Es ist halt auch irgendwie so ein, ich will jetzt nicht sagen Lebensgefühl, aber es vermittelt den Menschen irgendetwas im Instrument. Ich bin auch, wenn ich das spiele, ich weiß das nicht. Das fühlt sich ganz anders an. Ja. Als hätte ich ein Instrument bekommen, was einer schon 100 Jahre benutzt hat und ich darf es weiterspielen, so auf die Art. Genau. Das ist vom Feeling her irgendwie anders. Ja. Ja. Okay. So, Julia. Jetzt gehen wir beide shoppen und suchen deine Hardware zusammen. Hallo Salome. Hi Julia. Kannst du mir helfen, das zusammenzubauen? Na klar. Dankeschön. Gerne. I just want to get next to you, babe.
Erwarten, ihn zu spielen. Sieht er nicht schön aus? Ich meine.